Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir hier in der neuen Zone Serra Mortis uns holen können. Und zwar befinde ich mich hier auf der Raid-Insel. Und die könnt ihr betreten, indem ihr hier mit diesem Flugding einmal hier rüberfliegt. Und dann müssen wir uns hier einer Kiste annehmen. Und zwar schimpft sich diese Kiste syntaktisches Gewölbe. Und aus der Kiste droppt dann einmal das Spielzeug. Protologischer Würfel schimpft sich der. Und an die Kiste kommen wir aber erst ran, wenn wir so ein Schild aufmachen. Und dadurch müssen wir, oder dafür müssen wir erstmal so ein paar Buffs sammeln. Und die schimpfen sich Silbererinnerung. Und ich habe die hier mit Handy-Note schon einmal auf der Map gemarkt. Und ja, das sind insgesamt 6 Stück. Und die werden wir uns jetzt einmal holen. Das erste ist hier auf den Koordinaten 81, 50 hinterm Raid. Und das ist einfach so eine Säule, die ein bisschen mit Symbolen leuchtet. Die klicken wir an. Und sobald wir das getan haben, haben wir hier einen Buff drauf, Silbererinnerung. Und wir haben hier auch so einen Speed-Buff, aber ich weiß gar nicht, ob das von den Dingern hier kommt tatsächlich, I don't know. Es ist hier ein bisschen tricky, denn ihr habt nur 5 Minuten Zeit, die alle anzuklicken und dann läuft das Ding halt aus. Ne? Also ein bisschen sollte man sich schicken. Dementsprechend werden wir jetzt gucken, dass wir gleich zum nächsten kommen. Und zwar haben wir hier das nächste. Da müssen wir immer auf das pulsierende Symbol draufklicken. Und das seht ihr, ist hier unten bei 76, 46. Dann haben wir das dritte in der Mitte unter dem Raid-Eingang. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe das vorher auch schon mit Main gefarmt. Da war nämlich ein Mob nicht da. Und zwar sitzt da so ein Frosch. Und dieser Frosch, der springt einen an, was tatsächlich ziemlich viel Schaden macht. Das Problem an der Geschichte ist, man sollte hier nicht sterben, sonst sind die Stacks wieder weg. Wir machen das jetzt einfach so. Ich schicke jetzt da mal mein Pet drauf. Und schaue, dass ich das Ding hier schnell anklicke. So. Ich will jetzt nicht sagen... Ah, der springt mich trotzdem an, ne? Ah, okay, der hat mich nicht erwischt. Gut, ich schaue jetzt, dass ich da davon komme. Ihr seht, also wenn ihr euch von dem Anspringen erwischt werdet, bei mir war es das Hälfte ein Leben. Mein Pet hat er jetzt schon getötet. Jetzt schauen wir mal, dass ich mich totstelle. Okay, habe ihn resettet. Also der ist auf jeden Fall relativ fies. Da bin ich jetzt vorhin mal gestorben gegen. Also da sollte man ein bisschen gucken. Vor allem, wenn man das jetzt wie ich mit einem low-equipped Twink macht. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt das nächste mit. Und zwar ist das einmal hier wieder hinterm Raid, bloß auf der anderen Seite. Ihr könnt übrigens nicht hinten rumlaufen, ne? Ihr seht, da ist es zu und da gibt es leider keinen Weg lang. Also da müsst ihr definitiv einmal komplett vorne außen rumlaufen. Dann klicken wir hier wieder aufs leuchtende Symbol. Wir sind hier auf den Koordinaten 80, 56. Und dann haben wir tatsächlich nur noch 2 Runen, die wir anklicken müssen. Und die sind alle relativ nah bei der Kiste, also da müssen wir jetzt nicht mehr sonderlich weit laufen. Seht, 4 Stacks haben wir schon und dementsprechend sind wir auch schon fast durch. Genau, also da unten seht ihr, das haben wir die letzten beiden. Dann können wir jetzt eigentlich hier einmal runterspringen. Nicht unbedingt zu viel Fallschaden kriegen. Genau, also hier vor der Höhle, die hinten ist, haben wir dann das 5. Das ist bei den Koordinaten 77, 60. Und dann können wir einmal hier in die Höhle rein. Das ist dann das letzte Ding. Da haben wir dann die letzte Rune, die wir anklicken müssen. Und zwar bei dem umgefallenen Pfeiler. Oder Pylon, so rum. Und da ist die Kiste einmal. So, jetzt haben wir nämlich alle 6 Runen drauf. Jetzt können wir hier das Schild anklicken. Das damit entfernen. Dann die Kiste anklicken. Und tada, da haben wir das Toy. Ich habe das jetzt aber schon gelernt. Oh, ich habe auch wieder so einen Legendary Sense gekriegt. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Toy einmal an. Hier unten, protologischer Würfel. Und was macht es? Nimmt das Aussehen eines naszendenten Prototyps an. Und ja, so sieht das Ding aus. Das ist quasi so ein Mecha-Mensch, würde ich jetzt mal sagen, mit einer Kugel in der Mitte, der so ein bisschen, ja, ein bisschen hager ist, oder? Sieht ganz nett aus, ist mal was Neues, ist 15 Minuten drauf und hat eine Abklingzeit von einer Stunde. Also man kann es quasi eine Viertelstunde laufen lassen, jede Stunde. Ja, ist ein ganz nettes Toy. Gut, damit wären wir durch mit dem kleinen Toy Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.